OD-Bot. So, beitreten. Sehen da. Was ist denn das für eine Scheiße? Es ist ein Vogel hinter mir. Yeah! Jetzt fehlt noch die Flak vom Gegner, dann bin ich weg. Aber momentan lenkt er mich nämlich ganz gut ab. Und da kommt doch schon der zweite Vogel. So hat man's gerne. Ja, ich krieg den nicht los. Das ist wahrscheinlich der Helikopter, deswegen steige ich jetzt aus, weil das hat sich sowieso. Ach nee, war der Gunship. Ach ja, dieses Gunship, ne? Das geht mir auf den Senkel. Einfach nur auf den Senkel. Deswegen hole ich es jetzt auch runter. Okay. Ich hab gedacht, gut, lassen wir die erstmal. Ja, die wollen ja auch ihren Spaß. Dann hole ich dich jetzt runter. Egal wie. Denn was die Japaner gemacht haben, das kann ich schon lange. Ja. Das sogar mit Flugzeugen. Das ist die Frage, wer der ist. Ich schätze mal der hier. Nee, doch auf den falschen eingeschossen. Diesmal kriegst du nicht, diesmal kurbel ich mich hier zu Tode. Und wenn es das letzte ist, was ich mache. Okay. Enemy chopper in your AO.
Wo ist denn unsere Flak? Jetzt mal ernsthaft. Also, wenn man es nicht selber macht, dann macht es keiner. Bebop dabei für das scheiß Ding. Ernsthaft? Gut, da kam einer von uns von hinten angeschissen, aber eigentlich hätte ich Punkte kriegen müssen. Er hat ihn also anscheinend noch nicht gesehen. Oder? Ihr guckt jetzt einfach mal von sich selber. Ah, der ist wahrscheinlich auch weggerannt. Markiert den Scheiß! So. Ha! Ha! Töte niemals dreimal den Skeletor, denn danach wirst du sterben. Ja. Ja. Das ist eine Regel, die hat bis heute Gültigkeit. Und es ist einfach so. Das ist ein schlechtes Omen. Und hat man ja auch gesehen. Er ist sofort krepiert. Direkt. Bin durchgeflogen. Ach. Die Flak steht bei uns. Na, das ist ja mal richtig geil, oder was war das? Das war das Gunship, ne? Ja. Wollte schon sagen. Die Flak haben sie bis nach vorne, so dass wir kaum noch aus der Base rauskommen. Markier den scheiß Panzer, da war doch gerade was. Alter, ist der schon wieder hinter mir angewichst. Das gibt's doch gar nicht. Da denke ich, yeah, da habe ich ihn noch auf dem Flugzeugdeck am Pustekuchen. Defend G. Nee. Komm, 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 gib's mir! Oh, hinter mir.
Over. Boah, so wenig auch auf dem Server, meine Fresse. Ja, man merkt, Battlefield 3 wird tatsächlich nicht mehr so gut gespielt. Ist halt so. Neutralisiere gerade erstmal nur. Weil sonst kriegt vorher einen auf den Sack, bevor ich dem hier einen reingeschossen habe. Guten Tag. So kann auch denn bei denen nicht mehr spawnen, weil die mobile Artillerie, die spawnt nämlich bei D und E, glaube ich. Also hat sich das erledigt. Eigentlich müsste ich die jetzt mitnehmen, damit die keine Möglichkeit mehr haben. Überhaupt, ist das die Flak? Ja, das ist die Flak. Schade, dass sie außerhalb des Bereichs ist. Willst du dich wirklich mit mir anlegen? Alter, bei mir... Das ist gemein. Immer das Gleiche. Nur weil sie alleine nichts können. Da ist er kaputt gegangen. Okay, damit hat sich das Gunship eigentlich erledigt. Weil beim nächsten Treffer sind wir so oder so tot. Nein, nicht explodieren! Aber rein technisch müsste hier doch gleich wieder der Panzerzerstörer sein. Ich bin doch nur ein Panzerzerstörer.
Na gut, die mobile Artillerie. Also, sie ist eigentlich von Vorteil, wenn man sie richtig einsetzen kann. Aber auch ein bisschen schwacher, so im Grunde genommen. Bei Battlefield 4, da ist es wichtig, die mobile Artillerie zu haben. Weil die gibt es halt normalerweise nur einmal auf der Map, ja. Und zwar in der Mitte. Und wenn der Gegner die hat, ist das immer schlecht. Was ihm natürlich auch der Gegner denkt, aber... egal. Haben wir auch. Objective secured. Mal sagen. Nein! Nein! Schieß! Schieß, du Schlapp! Ah, hallo. Das war immer schlecht. Auf Infanterie konzentrieren, wenn da ein Panzer ist, ist immer schlecht. Ich hatte ja nur noch 20 Einschuss und ich wäre tot gewesen. Aber er konzentriert sich auf die Infanterie, anstatt zurückzufahren, weil die Infanterie kommt normalerweise nicht hinterher. Ich fahre mal lieber weiter, wenn ich stehen bleibe, dann werde ich vom Gunship gut in Stücke gerissen. Received caution.
Waren das mehr als zwei? Verdammt! Verwirrung, ja? Ich war verwirrt. Alter, ich hab auch nur Level 1er oder was? Nee, die sind alle tot. Wollte schon sagen. Hups! Ich habe ja gerade gesehen, dass deine Mobilartillerie eingestiegen ist. Für einen Fernangriff wird das reichen. Die Flak wird mich zwar runterholen, aber... ganz stabil. Oder ich mache die Flak einfach platt. Ich hasse den EOD-Bot. Ich mach den wieder weg. Was denn ist so eingeschränkt? Ist ja eine nette Dings, nettes Spielzeug, aber keine Ahnung. Da steht dann doch lieber auf Variabilität und Mobilität. Hostile tanks spotted, over. Objective secured. Voll, warte mal. Möglicherweise. Hätte mir eigentlich denken können, aber naja, gut. Egal. Dann werde ich halt dann nochmal mit dem Jet hinkommen. Ist mir auch egal. Ja?
Frühstück hat er nicht getroffen. War zumindest in seiner Nähe, um getroffen zu werden. Ihr kriegt mich nicht. Aber wahrscheinlich schon. Wir müssen nur daneben schießen und ich bin tot. I spotted an enemy tank. Over. Hostile tank spotted. Over. Eigentlich, dass er tot war, aber ich glaube, das ist auch ein anderer gewesen. Weil so wie der gebrannt hat. Ja, ist auch ein anderer. Scheiße, war verfehlt. Jetzt ist die Flak da. Ach, verdammt. Ja. Irgendwann muss es ja mal so sein. Ja, scheiße, wa? Dein Reparaturheini hab ich kaputt gemacht. Das ist echt problematisch, alleine hier rumzugacken. Da ist auch direkt auf mich los, ey. Soldier spotted, over.
Ach du Scheiße, ist alles voll. Das gibt's nicht. Was? Nicht getroffen? Ich hab aber getroffen. Schlampe. Vergessen, den Schweißbrenner wieder einzupacken. Wie dumm! Sehr gut! Sehr gut! Verdammt! Wo ist die Sau hin? Gleich hinterher. Dann gehen wir mal wieder auf der. Oh. Da ist so. Egal. Er ist weg. Ja, das zählt. Außerdem kann ich dann mein Schweißgerät jetzt wieder einpacken. Scheiß EOD-Bot. So. Ich hoffe, der fliegt doch anständig. Wow, der war knapp. Den Hike gar nicht gesehen, danke für den Hinweis. Kann sagen, was man will, aber der Gunner im Battlefield 3 ist definitiv stärker. Na gut, der ist scheint weg. Da sind ja genug Leute von uns. Oh.
Warum ihr euch übrigens fragt, warum ich nicht mit der TV-Messer spiele. Ich komme mit dem Ding nicht klar. Außerdem, wenn es sein muss, kann ich wenigstens noch schnell umschalten. Bei der TV-Messer ist man ja ein bisschen gefangen erstmal. Eine ganze Panzerarmada, aber gut, wir haben auch nur noch die. Kuckuck. Ich muss näher ran. Einmal nicht getroffen? Das kenne ich von mir gar nicht. Verflucht normal! Oh. Hey, dann halt. Over. Lasst mir doch den Kill, ihr Schweine! Na gut, dann halt so. Ist mir auch egal. Ja, ist mir egal. Ihr wolltet es ja nicht anders. Ich wollte Mann gegen Mann, dann mache ich jetzt Maschine gegen Maschine. Ja. Das macht überhaupt keinen Sinn, was ich gesagt habe. Egal, ja, ich mache es jetzt einfach. Wow, da bin ich am Flügel hängen geblieben. Zum Glück bin ich nicht verschellt. Haha! Okay, der wird treffen. Das war nur der Wassersprinkler, den ich gehört habe. Ich dachte schon, da kommt einer von hinten angeschissen.
Objective utilized. Thank you. Requesting vehicle extraction. Affirmative. The objective has been secured. We now hold all the objectives. The team hat gewonnen! Yippie! Und ich ganz oben. Yippie! So schlecht war ich also gar nicht. Da kommen sie alle rein, die Ribbons. Oh, die Ribbons. Yippie, 13.000. Naja, dann sind es ja nur noch 50 Kämpfe bis zu Level 100. Juhu!